Dann, ja, was mache ich jetzt? Ein Ziegengebiet. Warte mal, ich muss doch Ziegen besiegen. Ziegen besiegen. Dann gehe ich doch erstmal zu dieser Garnison. Und, also ich wette, weil da ja stand, ich muss so und so viele Tiere, also von jeder Tierart eins. Erlegen. Hätte ich jetzt auch die Schlange eventuell dort mit eingeplant. Oh, das war die Ziege. Okay, gut. Das war die Ziege. Also meine Deutung ist, wie gesagt, noch eine Schlange. Obwohl, ich kann ja mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Mal kurz auf der Karte gucken, was gibt es denn da noch für Tiere? Das ist Wildschwein, Büffel, Tiger, Kasua, Ziege, Hai. Den Panther habe ich, glaube ich, den habe ich auch. Ja, noch, also weitere Tiere sehe ich hier jetzt nicht. Nee. Oh, 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 was ist denn das? Was ist denn das? Bin hier glatt dran vorbeigelaufen. Sachen gibt. Also ich hätte jetzt vielleicht die Schlange noch geschätzt, aber... Was? Achso. Aber eine fehlt mir noch, ne? Oder? Nein, zwei. Ach, die Videokassetten von den Akten fehlt mir, glaube ich, nur noch eine. Irgendwie sowas. So. Jetzt habe ich aber auch wirklich hier erstmal alles. Und dann geht's zur Garnison. Also ein Tier muss ich noch. Oder eine Tierart muss ich noch. Wieder eine normale Garnison. Was ist das hier? Das sieht interessant aus. Oh. Naja gut, ein bisschen Geld gibt's mal. Neue Mission empfangen. Zeige jetzt an. Alle Gegner eliminieren. Aber sicher. Aber sie schattert. So direkt wollte ich jetzt noch nicht rein. Würde jetzt einen Tanz auf. Hm.
Ups. Ja. Immer noch. Puh. Okay, das ist ein bisschen schief gelaufen. Okay. Ich habe mich für schlau gehalten, aber war definitiv extrem dumm gelaufen. Okay, aber gut. Ja, dann kann ich jetzt erstmal ein bisschen einsammeln. So, Kampfbogenschütze habe ich ja gelesen. Das war ja, dass ich dann relativ schnell Pfeile wechseln kann, beziehungsweise dann ziehen kann. Cool. So. Hier liegen 200 oder sowas. Genau. Weil du bist ja eh nicht der, der dann auf den Sack kriegt. Das ist ja eh nur dein Charakter. Sollte nur nicht zu positiv denken. Dann gibt's auf dem Arsch, wie hier. So. Mich dünkt, ich hätte alle, oder? Sieht zumindest erstmal so aus. So, aber erstmal noch kurz die VHS. Die vorletzte, ne? Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ist das jetzt die vorletzte? Lilith. Ja. Ich muss nicht pinkeln. Ich muss nicht pinkeln. Wird sich beruhigt, ich auch nicht. Okay, dann gehen wir doch mal jetzt zum Automaten. So, was haben wir denn Schönes? Konsumartikel. Karte!
gekauft. Letzte Karte, yeah. Nietzsche. Okay. Dann machen wir erstmal die eine und dann die andere. Und dabei gehen wir auf die Suche jeweils immer. So, Pfad des Raubtiers. Ein Horndrache. Er ist majestätisch und wunderschön. Und jetzt erledige ihn. Erlege ihn. Okay. Ein verbesserter Griff. Warte, was? Habe ich vielleicht gerade das letzte Tier gefunden, was mir noch fehlt? Horndrache. Ist bestimmt eine Ziege. Würde so passen. Entschuldigung. Ist da oben also. Ich hole mir aber erstmal den Fernseher hier im Wasser. Auf der anderen Seite natürlich. So. Wir holen uns erstmal den Fernseher aus dem Wasser. Weil wir es können. Haie, naja gut, sehen wir. An die Wand. Wen hängst du dir an die Wand? Ziegen! Okay. Ja. Dann nochmal schnell die Akte. Das ist die letzte, meine ich. Dann können wir dir. Dann können wir jetzt ja danach eine kurze Pause machen. Und die mal lesen, wa? Ist noch eine Kiste drin? Was? Okay. Okay. Geht natürlich auch. Hallo, Satan. Hallo. Na, auch hier. Oh nein, verdammt. Die hätte ich erschießen können. Oh, die konnte ich immer noch erschießen. Antinaturalist. Jetzt habe ich alle. Jetzt habe ich alle Tiere. Ja. Was? Wo? 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 Was? Warum? Wieso? Wo? Wo denn? Ach Gottchen. Die schon wieder. Ja, er auch. Schluss jetzt hier. Na gut, ich wollte jetzt mir die Akte holen. Da ist erstmal noch eine Kiste. Kralle-Kralle-Mann. Upsi. So, und Geld gibt's hier auch. Das ist gut. Molly. Molly brauche ich nicht. So, das müssten jetzt eigentlich alle sein, oder? Ach nee, 9 von 10. Was? Alter. So, erreiche das vorgegebene Gebiet. Ja, das will ich auch tun. Aber erstmal möchte ich mir die beiden Fernsehergeräte schnappen. TV-Geräte. Mir doch egal, ob du mich siehst. Ich bin so schnell, ich bin sofort wieder weg. Irgendwo vorbeigehen, nehmen wir es mal mit. Wärst du mal nicht gegen Baum gefahren, hättest du mich gekriegt. Aber du bist gegen Baum gefahren, deswegen hast du mich nicht gekriegt. Ah ja. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor.
Ich möchte. Danke. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Oh. Ja, sieht da hinten richtig toll aus. Da geht's richtig ab. Hallo? Ich möchte den Fernseher, danke. Und dafür muss ich hoch. Noch höher. Du schaffst das! Ich weiß es, du kannst es schaffen. Also du kannst, du wirst es nicht, aber... Hä? Nein. Oh, das ist aber hier ausgeleuchtet, du. Was denn das? Ist das natürlichen Ursprungs? Diese Strahlung? Hoffentlich muss ich keine verfickten Federn sammeln. Weder Scheißflaggen noch verfickte Federn. Du brauchst gar nichts dergleichen zu sammeln. Nur TV-Geräte. Hä? Ja, da kommt er natürlich nicht oben. Vielleicht ist er ganz oben. Ja, es ist ganz oben. So, dann wollen wir doch mal da jetzt, ne? Hier was Feines. Doch mal hierher, Mensch. Steh mal auf. Ich will deinen Schwachpunkt sehen. Da holst du. Steht auf einem Bein, auch wie süß. Na los! Da hast du. Gerne wieder da hoch. Hol's dir. Ist schon irgendwie fies, ne? Ich geb's jetzt. Es ist echt fies. Er ist fast tot. Armes Vieh, ey. Oh, jetzt weint er. Nicht? Okay, ich dachte. Komm schon. Oh. Da freust du dich, was?
Da, hol's dir. Bist du? Hier was Feines. Nanogewebe Protektoren. Dann kann ich ja erstmal wieder zurück. Wohl, nee, wenn ich hier gerade. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier gerade bin, kann ich ja. Ja, könnte ich, aber. Komm, den Fernseher, den hole ich mir jetzt. Ciao, Drache. Ciao, Drache. Alter! Kann es irgendwie sein, dass die ziemlich sauer sind? Oh. Schnell, hier das Herz noch. Ich wollte nur den Fernseher. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Okay, ja. Piep. Ich bin geschützt hier. So, da ist die letzte Akte. Da ist die letzte Akte, guckst du. Und, nee, die vorle... Achso, stimmt. Eigentlich müsste jetzt ja alles das letzte sein, fällt mir gerade so auf. Sinnigerweise. Das ist ja richtig spannend, doch. Nein, das ist nicht, aber ist egal. Schau, ich hau ab. Hä? Doc, ich glaube, ich bin bereit. Was wissen Sie über diesen Ort? Was? Er öffnet sich nur den Würdigen. Das Gebiet besitzt bemerkenswerte Eigenschaften. Drachenblut wird darin hoch angereichert, was mich vermuten lässt, dass es ein Lake-Knoten ist und daher ein hohes Energiepotenzial besitzt, wenn man an Lockyers Theorie der Kraftorte glaubt. Passen Sie auf, Rex. Dieser Ort ist ein Ort des Todes. Welche Art Tod? Die tödliche Art, Rex. Aha. Wer schreibt eigentlich diese Texte? Ich wollte hier eigentlich noch gar nicht schauen. Egal, ob es ein Ort des Todes ist. Ich will jetzt den Fernseher haben. Nicht schon wieder. Ach, halt die Schnauze. Das bin nur ich. Oh Mann. Noch so einer. Hä? Da?
Nee, oder? Wo ist ein Spaghetti-Monster? Wo denn? Ich sehe. Dachte ich, da hinterm Berg wahrscheinlich. Da rennt jemand und er brennt. Ein Heilmittel gegen Asthma. Gehen wir erstmal da. So, holen wir uns den Fernseher noch. So, ich habe gehört, hier kommt jemand ins Fernsehen. Soll ich jetzt verarschen? Hast du die Treppe nicht hochbekommen? Hallo? So. Oh Mann, noch so einer. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe hier ziemlich schräg. Kein schönes Gefühl. So. Dann holen wir uns mal die Akte. Jetzt geht das ab hier. Gleich in der Höhle, das ist gut. Kiste? Tatsächlich. So. Und hier ist die letzte Akte. Tritt ein, wenn du dich traust. So, schon okay. Warum liest du das? Ich hab's noch nicht gelesen, aber ich werde es jetzt lesen. So, schön hier in die Ecke. Echt großes Magazin. So, hier setzen wir uns jetzt mal hin und dann lesen wir doch mal ein bisschen. Datenkonsole. Forschungsdaten, Sammelbares. War das hier? Da. Dr. Carlyles Notizen. So, lesen wir doch mal. Habe heute früh meinen 5-Kilometer-Lauf hinter mich gebracht und bin nun bereit, meine Forschung mit dem Blutdrachen weiterzuführen. An der Seite der... Ach so, oh. Okay. An der Seite der wunderschönen Dr. Darling. Die Insel ist voller Pflanzen und Tiere, die man sonst nirgends auf der Welt sieht. Nee, ist klar. Ich kann es kaum erwarten, meine Experimente mit ihnen durchzuführen. Auch Colonel Sloan scheint sehr darauf bedacht, bald Ergebnisse mit dem Drachenblut zu erzielen. Dr. Darling hat ganz kurz meine Hand berührt, als wir gerade dabei waren, das Drachenplasma zu isolieren. Sie sagte, es wäre nur Zufall gewesen, aber ich weiß, sie mag mich. Und warum auch nicht? Ich habe weniger als 8% Körperfett und mache regelmäßig Sport und bin 100% natürlich. Im Gegensatz zu den Cyberaffen, die uns beschützen. Vielleicht möchte sie ein besseres physisches Exemplar. Also gut, dann mache ich das perfekt, eben noch perfekter. Ist klar. Die erste Ladung Drachenblutserum ist jetzt in der Zentrifuge, aber Sloan besteht darauf, es sofort zu testen. Ich habe natürlich auch etwas für mich hergestellt und beiseite gelegt. Wenn meine Testmodelle korrekt sind, und das sind sie sicher, dann erhöht das Serum alle natürlichen Fähigkeiten aufs Maximum. Anders als bei diesem Neandertaler Sloan wird es bei mir allerdings auch meine mentalen Fähigkeiten erhöhen. Vermutlich werde ich ein Genie. Dann gibt es für Dr. Darling keinen Grund mehr, so schüchtern zu sein. Ah ja. Ich habe Sloan das Drachenblut injiziert. Mit hervorragendem Resultat, wenn ich denn so unbescheiden sein und meine eigene Brillanz bei der Verbesserung von Gottes Entwurf hervorheben darf. Das Blut reagierte mit Sloans kybernetischen Elementen und machte ihn unfassbar stark. Da ich selbst keine kybernetischen Bestandteile habe, werde ich mir selbst eine bearbeitete Nanolösung verabreichen. Die Nanoelemente sollten das perfekte Bindeglied sein. Dr. Darling wird staunen, wenn sie sieht, was ich erreicht habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft.
Ich habe es mir verabreicht. Das Resultat ist nicht gerade vielversprechend. Anstatt meinen Organismus zu stärken, hat das Drachenblut die Nanoelemente gestärkt. Die rasen jetzt durch meinen Körper und stellen Gott weiß was an. Aber vorerst bin ich bei guter physischer Gesundheit und von starker Willenskraft und werde diesen kleinen Biestern widerstehen. Ungeachtet dessen werde ich heute Abend Dr. Darling meine Paarungsabsichten unterbreiten. Na Glückwunsch, da bin ich ja gespannt. Dr. Darling treibt weiter ihre Spielchen mit mir. Sie sagt, er paart sie sich mit einem Rotarsch-Pavian mit Hauptschulabschluss und Lepra an den Genitalien, als jemals eine Perlenkette von mir zu tragen. Was immer das heißen mag. Aber ihre Flirterei ist nicht zu leugnen. An dieser Stelle will ich noch erwähnen, dass ich seit der Injektion meine Beine kaum noch spüre. Doch ich vermute, dass das ein Nebeneffekt meines Sieges über die drachenblutgestärkten Nanoteilchen ist. Ja, Liebe macht blind. Ich kann nicht mehr laufen. Diese verfluchten, gestärkten Nanoteilchen fressen mir die Muskeln von den Knochen und meine Kraft schwindet rapide, während diese Biester durch meinen Körper jagen. Darling spricht nicht mehr mit mir, offensichtlich abgeschreckt vom Dahinschwinden meines exzellenten Körpers, während dieser Affe Sloan immer stärker wird. Wenigstens klappt es noch mit den Erektionen. Ja, Glückwunsch. Zu meinen Erektionen, ja, das klappt nun auch nicht mehr. Verfluchte Scheiße, das ist meine Notiz für heute. Okay, alles klar. Gut, ganz wichtig. Ich habe genug gejammert. Ich bin jetzt an dem Rollstuhl gefesselt, aber wo mein Körper versagt, triumphiert mein Geist. Sloan sagt, mein Verfall sei in Wahrheit eine große Chance und ich gebe ihm recht. Reines Drachenblut ist unberechenbar, aber meine Forschung gibt Aufschluss darüber, wie man aus Menschen Sklaven macht. Oder Monster. Wir beginnen nun mit Phase 2 der Experimentenreihe. Dr. Darling wird schon sehen, was sie davon hat, meine Liebe so zu verschmähen. Wir haben mit den Experimenten begonnen, das Drachenblut waffenfähig zu machen. Wenn meine Berechnungen stimmen, und das tun sie, verändern wir damit die Welt und erbauen in unserem Sinne neu. Bauen sie, in unserem Sloan und ich. Sehen Sie, Dr. Darling, ich brauche sie nicht mehr. Ich stehe nun weit über solchen trivialen Gelüsten wie Geschlechtsverkehr. Meine Genitalien können bleiben, wo sie sind. In dem Behälter in meiner Schreibtischschublade. Ich brauche sie nicht mehr. Sind mir irgendwann abgefallen. Wozu braucht eine Gottheit noch Eier? Puh. Ja, das ist doch gut zu wissen. Okay, Dr. Carlyle, habe ich also... Was gibt's denn hier noch an Tieren? Sammelbar? Das gucke ich ein andermal. Okay, nice. Oder auch nicht.